So, meine lieben Abonnenten, was jetzt folgt, ist eine kurze geschichtliche Einführung in die ganze Zelda-Materie. Ich weiß davon so herzlich wenig, deswegen habe ich den lieben Desmic, einen anderen großartigen Let's Player, gebeten, bitte das Wort zu übernehmen. Und die Beschreibung findet ihr rechts von Desmic. Abonniert ihn, er ist super. Viel Vergnügen, Desmic, ich übergebe das Mikro. Hallo Funk, hallo liebe Zuschauer von Funk. Also, was habe ich gehört? Ihr wollt Zelda etwas besser verstehen. Gut, ich will euch Zelda etwas näher bringen und besser erklären. Das trifft sich doch sehr gut. Also, vorerst, als allererstes, der Disclaimer. Alles, was ich hier sage, sind im Zweifel Theorien. Nichts davon ist offiziell bestätigt. Zur Zelda insgesamt Zeitlinientheorie gibt es viele, viele, viele verschiedene Theorien. Und nur sehr, sehr wenig ist wirklich offiziell bekannt. Jeder Zelda-Fan hat sich bestimmt schon mal gefragt, irgendwann, wie spielen die Spiele eigentlich wirklich untereinander? Welches Zelda kommt wann? Bei Metroid weiß man es genau, bei Zelda weiß man es nicht. Warum ist Link immer Link? Warum treffen sich Link und Zelda immer wieder neu und kennen sich auf einmal wieder nicht? Das kann ich vielleicht etwas aufklären. Also, stellen wir uns mal... Stellt euch mal den Zelda-Zeitlinienstrang vor. Wir fangen jetzt ganz oben an, in der frühesten Urzeit der Zelda-Geschichte. Dort steht als allererstes Spiel Zelda The Minish Cap für Game Boy Advance. Die Ereignisse dort sind jetzt nicht unbedingt näher relevant für unser Zelda, das Funk jetzt hier gespielt hat, aber sagen wir halt ganz kurz, da gibt's noch keinen Ganondorf. Dort gibt's auch noch kein aktives Master Schwert. Es gibt's schon, aber es ist nicht aktiv. Gut, danach kommt Ocarina of Time, das wohl beste Zelda, das wohl so ziemlich jeder kennt und gespielt hat, so in etwa. Dort taucht das erste Mal aktiv das Master Schwert auf und dort taucht auch das erste Mal Ganondorf auf. Der dort auch tatsächlich noch Ganondorf heißt, nicht nur Ganon. Tja, so ziemlich jeder weiß wohl, was in dem Spiel alles passiert, aber welches Spiel nach Ocarina of Time kommt, das ist so eine Frage. Die gängigste Theorie, auf die sich die meisten Leute jetzt geeinigt haben, ist, dass die Zeitlinie von Zelda sich in zwei Teile spaltet hinter Ocarina of Time. Also ganz oben haben wir Minish Cap, direkt darunter haben wir Ocarina of Time und dann teilt sich's nach links und rechts auf. So, das passiert folgendermaßen. Am Ende von Ocarina of Time, wer nicht Ocarina of Time schon mal gespielt hat und jetzt keine Spoiler will, schaltet bitte weg. Dankeschön, die Warnung ist ausgesprochen. Am Ende von Ocarina of Time wird Ganon, / Ganondorf anfangs, in das geheiligte Land wieder verbannt. Was heißt wieder, er war es ja noch nie. Verbannt und die Welt ist wieder sicher. Allerdings, tja, im Laufe des Spiels ist die Welt ziemlich den Bach runtergegangen und Ganon hat ziemlich viel gespielt damit. Das hat Zelda nicht unbedingt so gefallen und vor allem, was Zelda nicht gefallen hat, ist, dass Link 7 Jahre quasi in Tiefschlaf verbracht hat und einfach weg war und seine ganze Kindheit verschlafen hat. Denn man beendet Ocarina of Time ja als erwachsener Link. Deswegen hat Zelda am Ende von Ocarina of Time Link wieder zurück in die Vergangenheit geschickt, bevor das alles losgegangen ist, damit er eine sichere und ruhige Kindheit erleben kann. Das hat dann natürlich zwei Zeitdimensionen geschaffen per se. Eine Zeitdimension, die man gespielt hat, in der Ganondorf die Welt erobert hat und alles für den Arsch war und er am Ende verbannt wird und die erwachsene Zelda dann da steht und den ganzen Schutthaufen regieren darf und, wohlgemerkt, in der Link dann einfach verschwunden ist. Denn er ist in die Vergangenheit gereist und war dann ja nicht mehr da. Er ist dann in die andere Zeitlinie gereist. Das ist Zeitlinie A, sagen wir. Und Zeitlinie B ist die Zeitlinie, die entstanden ist, als der junge Link dann wieder zurückgekommen ist in die noch heile Welt, wo Ganondorf gerade erst ankommt und denkt, hey, ich könnte doch mal erobern. Aber im Keim erstickt wird, da Link und Zelda zusammen den König davon überzeugen können, dass Ganondorf nichts Gutes will und der dann direkt im Keim erstickt wird und direkt platt gemacht wird quasi. So in etwa kann man sich's mal vorstellen. Das sind dann die zwei Zeitstränge. Wo steht jetzt Adventure of Link, also Zelda 2 auf gut Deutsch, das Funk jetzt gerade durchgespielt hat? Das steht nach dieser Rechnung in Zeitlinie B. Danach kommt nämlich zuerst mal nach Ocarina of Time in Zeitlinie B Majora's Mask, in dem Link sich auf die Suche nach Navi wieder begibt, weil er sie vermisst. Die im Outro von Ocarina of Time den jungen Link ja in der Kathedrale der Zeit verlässt. So, dann sucht er Navi. Ganz ehrlich, was in Majora's Mask noch sonst alles passiert, kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe es nicht gespielt, es gefällt mir nicht, aber ich weiß, es gibt kein Triforce und kein Masterschwert und kein Bliblablo so wirklich. So, dann ist Link auf die Reise gegangen nach Majora's Mask und ist gestrandet. Das sind die Abenteuer von Adventure of Link.
Dort ist er auf der Insel des Windfischs gestrandet. Das hat auch keine wirkliche Storybewandtnis und ist eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte. Das ist alles okay so. Danach allerdings, tja, da sind die Leute sich nicht ganz einig. Einige sagen, derselbe Link kommt dann wieder zurück nach Hyrule. Andere sagen, es ist dann viel, viel Zeit dazwischen vergangen mit Spielen, die man nicht gesehen hat, und es ist ein anderer Link wieder. Auf jeden Fall sieht's so aus. Ein Link, irgendeiner, kommt in ein Hyrule, das von Ganon erobert wurde. Es gibt ihn. Tja, schlecht für die Welt. Das ist Zelda 1 auf dem NES Nintendo. Dort sammelt Link die 8 Bruchstücke des Triforce der Weisheit ein. Also Zelda hat ihr Triforce der Weisheit in 8 Teile zerbrochen, um zu verhindern, dass Ganondorf es bekommen kann. Denn Ganondorf soll nicht alle 3 Triforce-Teile erhalten können, denn wenn man alle 3 hat, dann hat man das gesamte Triforce und kann sich beliebig seine Wünsche erfüllen. Das ist schlecht, das will man nicht, dass der das darf. Das ist richtig böse. Deswegen hat die ihr es in 8 Teile zerbrochen und die versteckt. Die sucht man in Teil 1. Darum geht's in Teil 1. Um dann am Ende Ganondorf selbst zu besiegen und platt zu machen. Und so sein Teil der Kraft zu erhalten, das er wie immer bei sich hat. Das hat er immer, so nett war. So, dann bleibt natürlich das Teil des Mutes. Tja, wo ist das in Zelda 1? Die Theorie ist wohl gängigsterweise, dass das Triforce des Mutes ebenfalls, also versteckt wurde, zwischenzeitlich zwischen den Spielen, um entweder zu verhindern, dass das Böse rankommt, oder auch um sicherzustellen, dass nur der wahre Held in Zeiten der Not es wieder erreichen kann oder so. Daher ist es in einen Tempel versiegelt worden. Und dieser Tempel wurde noch durch 6 andere verbundene Tempel und mystische Statuen geschützt, die alle von ausgewählten Wächtern bewacht werden, damit nicht jeder Hansel einfach reinspazieren kann und das Triforce da mitnehmen kann. Diese Tempel sind jetzt die Dungeons in Zelda 2, die wir jetzt eben alle gesehen haben. Deswegen finden wir dort am Ende des letzten das Triforce und müssen natürlich auch eine klassische Prüfung für wahres Heldentum über uns ergehen lassen, nämlich den Doppelgängerkampf. Ist natürlich ganz klassisch, das macht auch Sinn. Wofür brauchen wir jetzt das Ding? Na, ganz einfach. Ganz am Anfang, wenn wir zu unserem Zeitbaum zurückdenken, noch vor The Minish Cap, einige sagen auch danach, es ist nicht ganz geklärt, aber wohl eher davor, gab es ursprünglich mal eine Zelda im Königshaus, die wusste, wo das komplette gesamte Triforce lagert. Das Königshaus hat das natürlich unter Verschluss gehalten und geheim aufbewahrt. Der König wusste, wo es ist, Zelda, Prinzessin Zelda wusste, wo es ist. Allerdings gab es noch einen Prinzen, Zelda hatte einen Bruder. Der wusste nicht, wo das Triforce ist. Dann ist der König mal gestorben und der Prinz sollte das Triforce erben, zusammen mit der Krone. Nun gab es natürlich das Problem, es gab noch einen Magier zu Hofe, den Hofmagier, der war allerdings böse, dummerweise, was nicht unbedingt jeder wusste. Der hat den Prinzen so lange belabert, bis er ihn davon überzeugt hat, hey, dir steht das Triforce zu, wir holen uns das von Zelda, die muss das einfach mal rausrücken oder sagen, wo wir es kriegen. Die beide haben Zelda konfrontiert und haben mit ihr gestritten. Sie wollte es natürlich nicht rausrücken, weil sie gemerkt hat oder wusste oder sonst was auch immer, dass der Magier böse ist. Also hat sie sich geweigert, hat es nicht rausgerückt. Der Magier hat dann angefangen, gegen Zelda zu zaubern. Und zwar einen tiefen, tiefen Schlafzauber hat er auf sie gewirkt. Der Zauber war wohl anscheinend etwas zu mächtig für ihn und er ist selbst dadurch gestorben. So ist die Theorie, es hört sich dumm an, aber so sagt man leider. Und tja, also der Zelda war in Tiefschlaf, war nicht mehr zu wecken, der Magier war tot, der Prinz war alleine. Der Prinz ist von Trauer übermannt worden und hat bereut, was er denn getan hat. Also hat er die auf ewig schlafende Zelda in einem extra Tempel aufbahren lassen, wo sie auf ewig schlafen kann und ewig geehrt wird. Und hat verfügt, dass alle Prinzessinnen künftig in der Königsfamilie Zelda ihr zu Ehren genannt werden sollen. Daher heißen die alle Zelda. Tja, was kann man tun, um die zu wecken? Man braucht das gesamte Triforce. Nur dessen Macht ist groß genug, um den Bann auf ihr zu brechen und sie wieder zu wecken. Tja, dummerweise, nur sie wusste, wo es noch ist. Also, scheiße war's für die Jungs. Tja, die Spiele, die danach kamen, in Minish Cap, kein Triforce. In Ocarina of Time, kein gesamtes Triforce, das man hätte können benutzen. Majora's Mask, kein Triforce. Link's Awakening, kein Triforce. Zelda 1, kein ganzes Triforce. Das Triforce des Mutes ist ja weg. Das ist ja noch in dem Tempel dann zwischenzeitlich versiegelt worden. Sie hatten nicht das gesamte Triforce zusammen, da Ganon ja das Triforce Teil der Kraft noch hatte. Wo auch immer er dann damit versiegelt war. Also war das dann wohl jetzt die erste Gelegenheit, die sie tatsächlich hatten,
alle drei Triforce-Teile wieder zusammen zu haben und es zu benutzen, um Zelda wieder zu befreien. Das wird dann natürlich prompt auch getan am Ende. Gut, ich hoffe, das hat mal etwas Klarheit verschafft. Ach so, Funk hat gefragt, warum ist Gen denn eigentlich ein Schwein? Ja, das sieht man im Endkampf von Ocarina of Time. Das ist im Prinzip einfach so, das Triforce der Kraft verleiht ihm einfach Kraft und Macht. Und ja, es hieß nie was von Schönheit. Es heißt nicht das Triforce der Schönheit, ne? Also, warum nicht? Vielleicht ist das noch eine kleine subtile Art des Triforce zu sagen, Junge, du bist ein Schwein, aber hier bist du halt stark, was soll's. Wenn's ihm Laune macht. Gut, ich hoffe, das hat Klarheit verschafft und ich glaube, das genügt für den Anfang. Es gibt noch mehr zu erzählen, aber naja, es muss wohl reichen für den Anfang. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe helfen können. Danke, dass du mir eine Plattform verschafft hast, Funk, und schaut weiter Funks Videos. Funk ist toll. Ich bin Mick, DevMick, meinen Link seht ihr drüben in der Beschreibung. Ich danke euch auch fürs Zuhören und ja, bye bye.